Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Ich mache doch noch eine Folge hier. Die Twitcher haben mich belabert. Ich bin der Baum, hallo. Die haben mich einfach... Die wollten einfach... Die haben gesagt, Mensch, mach doch mal eins. Und ich so, ja, okay, na gut. Und die so, oh cool, danke. Und ich so, ach, kein Problem. Ja, ich habe eh noch ein bisschen Bier da. Und um 2 Uhr kommt der Arkham Knight raus. Den will ich mir noch geben. Warum habe ich jetzt dieses Menü aufgemacht? Das weiß ich gar nicht. Ich nehme mir mal die Pumpgun hier, oder? Ja, das sieht gut aus. Leute. Ich dachte, ja, du da. Ne? Ne? Du. Genau du. Immer wieder du. Deine ganze verdammte Sippe. Ja, was heißt... Was machen Sie hier? Ich mach gar nichts. Ich bin gar nicht da. Ich bin eine Halluzination. Auch Roboter haben Halluzination. Kleiner Robocock. Kommst du jetzt hier rein oder muss ich rauskommen? Ich werde dich einfangen. Ich werde dich einfangen und ich werde dich zwei fangen. Haha. Zip. Oh, was ist denn los mit dir? Warte, ich repariere dich. Ich habe hier einen großen Schraubschlüssel. Der ist genau für sowas gedacht. Ja, ich mach dich wieder heil. Komm. So. Genau so. Was ist das Schönes für mich? Sensor und Bindemittel. Den Sensor können wir doch bestimmt noch irgendwo verwursten. Erzähl mir doch nichts. Das gibt's doch nicht. Mein Bart ist schief. Oh! Danke, Ingo. Gerade krieg ich nicht hin, sonst müsste ich jetzt aufstehen und mir das Haarwachs holen. Nein, ich nehme keine Bartwichse, ich nehme Haarwachs. Weil, wo soll denn da der sonst der Unterschied sein? Das ist doch total egal. Ja, jetzt wisst ihr's. So, ich nehme mal den Revolver. Tür ist zu. Tür ist zu. Ich soll ja eigentlich in die andere Richtung, aber... Hey, aus Gewohnheit schleiche ich schon wieder. Hier ist weit und breit keiner zu sehen. So, diese Stufe schaffen wir leider nicht. Die ist unmöglich. Wir brauchen kleine Treppenstüfchen. Das Licht ist auch ein anderes, seit das Alien weg ist. Habe ich das Gefühl... Die dunklen Ecken sind viel häufiger geworden, wo man nichts sieht, wo dann wahrscheinlich auch irgendwelche Zivilisten hocken, die dann hervorgesprungen kommen. Oder täuscht das? Aber ich bilde mir ein, die dunklen Ecken sind mehr geworden. Ich musste am Anfang nicht so oft die Taschenlampe benutzen, um mich orientieren zu können. So, wir müssten doch eigentlich langsam durch Bereiche kommen, wo wir schon mal waren. Läuft hier irgendwo ein Robo rum? Nein. Ich weiß, wir sollen in die andere Richtung. Ich würde mir gerne noch... Ach Quatsch, ich brauche mir kein Zeug mitzunehmen. Wir haben alles voll. Das ganze Inventar ist knackevoll. Ich krieg nichts verbaut. Wir haben noch und nöcher Bonussachen und auf der hohen Kante haben wir auch noch Dinge. Ich hätte halt nur gern Speicherli irgendwo. Auch wenn wir gerade eben erst gespeichert haben, wenn man es genau nimmt. Alien vs. Baum und nein. Mein Gesichtswärme ist auch immer dran. Sehr schön. Im Moment ist es nicht... Tut mir leid, wenn ich manchmal solche Drehungen mache. Ich weiß, wenn der Stream ein bisschen hinterherhängt, dann sind die äußerst verwirrend. Tja, Sixen, die Hiwis funktionieren ausgezeichnet. Es kommt halt immer darauf an, wer am Computer sitzt und denen sagt, was sie tun sollen, ne? Momentan tun sie ihren Job leider viel zu gut. Wie sieht's aus? Molotow-Cocktail. Nein, haben wir schon Ethanol drin. Rohrbombe. Oh, guck mal, hier können wir noch eine Sprengkapsel verwursteln. Aber sonst, was ist das? Ethanol brauchen wir nicht. Bindemittel brauchen wir nicht. Ah, Medikits könnte ich mir vielleicht noch basteln. Ne? Wir haben so viel Bindemittel und Komponente B und subkutane Impfpistole. Ein Medkit für den Baum. Ne? Das nehmen wir alles mit. Ethanol, können wir den nicht einfach so trinken? Wäre auch geil. Warum nicht? Mal hinter damit. Ladungspack, Sensor, alles voll. So, kurz mal Batterie ausgewechselt. Können wir hier rein? Ich will mal gucken, was da ist. Bestimmt ein Robi dahinter, der uns gerne den Popser aufweist. Aber vielleicht auch eine Blaupause. Wer weiß. Huch. Das ist alles leer. Huch, nimm doch nicht die Fackel in die Hand. Revolver. Nee, Pumpgun. Was war denn hier? Keine Bewegungen. Ein Schacht zum Reinklettern.
Hier ist auch nichts. Kommt mir auch nicht bekannt vor, die Ecke. Espanol, das ist hohl. Nenno? Halt. Wir sind viel zu weit. Ich kletter schon wieder voraus, weil ich partout dem Weg nicht folgen will. Aber ich glaube, das bringt uns jetzt wohin, wo wir unserer Zeit weit, zu weit voraus sind. Da gehe ich doch lieber wieder zurück. Niggemann, dein Gesichtswärme wächst noch. Wenn ich die Bilder richtig gedeutet habe, hattest du mal einen sehr geilen Iro. Da bin ich ein bisschen neidisch. Wenn ich mir einen Iro wachsen würde, wären es eher zwei. Ein ganz kleiner peinlicher hier vorne und dann noch ein kleiner peinlicher in der Mitte und ein ganz großer hier hinten am Hinterkopf. Und zwischendurch wäre so irgendwie so nix. Glatz, Matz. Nein, okay, wir gucken mal, was wir hier im Terminal haben. Der Timer muss starten. Ah, habe ich total vergessen. So, YouTube hat ein paar Bonusminuten. Ach, ein Zitat von Bastilein. Ich gehe mal wieder meinen Laberscreen, dann seht ihr, was ich höre. Das ist auch ein sehr schönes Zitat. Was ist dein Plan? Hey Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen könnten. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Aha. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hörst du noch von Margaret und von den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Gillen. Okay. Sicherheitsrisiko. Bluff. Wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. Okay, das haben wir mittlerweile mitgekriegt, wie das funktioniert. Freigegeben an alle Anwohner von Sevastopol. Die Stellung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugbahnänderung des Versorgungsschiffes hat keine Auswirkung auf ihre Lebensqualität. Sollten die Vorräte dennoch zur Neige gehen, kann es zu Rationierungen kommen. Vorratsortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten dem Sikhsen Sicherheitsdienst, der in der Zusammenarbeit mit den Colonial Marshals Nachforschungen anstellen wird. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne beim nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Sikhsen Kreditdienst. Sehr schön, so wird Geld geschaffen. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Haben wir einen Audiolog? Das würde mich sehr freuen. Ui, die Menschen haben Angst. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Na gut. Der Ordner fehlerhaft, alles klar. Nix mit zusätzlichem Zeug. Okay, ich gehe nochmal ein Stück in die entgegengesetzte Richtung. Was haben wir hier? Okay, wieder eine Sackgasse. Scheint alles ruhig zu sein. Ist das angenehm, wenn Bob nicht da ist? Ohne Mist. Inventar voll. Bindemittel, Ladungspack. Alles voll. Können wir noch ein Medikit bauen eigentlich? Wie viele können wir davon eigentlich tragen? Gerät gebastelt. Das sieht dann aber auch immer gleich aus dem Menü rausgeht. Schon wieder gebastelt. Der Rest ist alles so, wie es sein soll. Huch! Ah, sorry. Pumpgun. So können wir wenigstens ein bisschen was mitnehmen für später. Haben wir wieder zwei Medikits mehr. Naja. Ein Mann mit Bart und Glatze ist gut auf der Matratze. Ja. Ich sag dazu nichts.
Das wird alles nur falsch interpretiert. Du bist ja noch an. Sag mal, du bist ja noch an, du Sack. Ich mag Rubis nicht, die an sind. Verrecke, ich will dich umbringen. Auch wenn du weiß leuchtest, das wird sich jeden Moment ändern. Und dann müssen... Ich wusste es doch. Mann, du Ficker. Wisst ihr? Als ob ich es nicht gewusst hätte. Natürlich habe ich es gewusst. Ich bin noch schlau wie schlau. So, weg mit dir. Sack. Ist hier noch was zum Sammeln? Ich will immer Dinge sammeln, total. Ich weiß gar nicht, woher dieser Sammeltrieb kommt. Da hinten ist noch was zum Sammeln. Schrott, jawohl, endlich etwas, was wir gebrauchen können. Wir haben Schrott. Wahnsinn. Oh Mann. Ach ja, damals in der Zukunft. Haha. Was? Wie? Ja. Holla, holla, da haben wir wieder ein bisschen Leben verloren. Warte mal, ich will erstmal aussteigen. Bevor das Ding wieder zugeht. Ich höre ein Speichergerät. Speichergerät? Da hinten. Oh. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Arr, ich will erstmal speichern. Wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, dann dass ich erstmal speichern gehen soll. So, okay, hier. Knickknack, rein das Ding. Danach schauen wir uns um. Danach und erst danach schauen wir uns um. Wir sind auf der Wachstation. Endlich sind wir auf der Wachstation. Dein Sammeltrip kommt von Arkham City. 100%. Ja, 100% und ich. Das ist so eine Sache. Ein Medkit bitte. Warte, halt so rum. Ein Medkit bitte. Und immer her die Vene. Ja, da muss man nicht gut zielen. Der Arm, die Nadel ist fast so lang, wie der Arm dick ist. Und die rammt sich das da einfach rein. Holla, die Waldfee. Hauptsache, es schmeckt. Boah, sieht das geil aus. Man hat irgendwie auch so, wenn man rausschaut, nicht wirklich das Gefühl, dass das einfach nur ein Bild ist, weil guck mal, das hier vorne, der vordere Teil des, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der vordere Klotz, der da so ins Bild reinhängt, wenn ich einen Schritt nach links mache, dann kann man ein bisschen daran vorbeigucken. So ein kleiner Parallaxe-Effekt ist da drin und das sieht nicht einfach nur aus wie irgendein PNG, was da hingeklatscht wurde, sondern das ist, es gibt dem Ganzen irgendwie noch so ein bisschen Tiefe. Einfach nur, weil da vorne so ein fettes Ding und ein leichter Parallaxe-Effekt. Sehr schön. Schön gemacht. Ein Lob an die Spieleentwickler. Sehr atmosphärisch. Ich drücke auf den Knopf. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen. Aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Okay, die Station ist jetzt weg, in der das Ehen ist. Waits hat gesagt, er hätte es in den Orbit von... Oder nee, er hätte es in den Gasriesen geschossen, der hier irgendwo rumschwirrt. Das sollte so ziemlich das Chaos für das Alien bedeuten. Holla, holla. Ich glaube, Bob wird ein Comeback kriegen. Spätestens, wenn es heißt, haha, ich habe ihn doch nicht umgebracht. Ich habe nur so getan, damit er da in der Station eingesperrt ist und wir ihn später wieder einsacken können, um tolle Forschung an ihm zu machen. Das haben wir schon mal durchgelesen, ne? Eine Art Parasit. Ja, ja, das kennen wir alles schon. Zubehör gibt's keins, gut gespeichert haben wir. Hier müsste eigentlich unsere tolle Freundin liegen. Die haben sie anscheinend evakuiert. Ich weiß nicht. Wenn sie die jetzt erschossen haben, dann war der ganze Ausflug auf das Medizindeck völlig für den Arsch. So, und hier unten lag auch noch jemand, den wollte ich mir nochmal anschauen. Kennen wir den? Du hast einen Sensor bei dir, was hast du damit gemacht? Brauchen wir noch gar nicht. Dich kennen wir nicht, ne? Nee. Gott, ich muss schon wieder pinkeln, ey. Hier waren wir doch schon mal drin. Da sind wir doch schon mal durch. Da hat die Jagd auf... Hier haben wir den Flammenwerfer her. Sensor, überall Sensoren. Sitzt unser Typi hier eigentlich noch immer im Knast? Nein, den haben sie mitgenommen, wie es scheint. Der Captain von dem Schiff ist den, von dem ich den Namen schon wieder vergessen, Andronis oder so, der hatte doch den Flugschreiber mitgebracht. Habe ich gespeichert? Ja, habe ich. Das ist also die Schalt- und Waldzentrale hier. Kann ich hier die Robis vielleicht ausschalten? Ich muss gerade erstmal drauf klarkommen, dass wir tatsächlich schon da sind. Ich dachte, ich muss mich noch durch das ganze Schiff ballern.
So, Knöpfe drücken hier. Gordon Freeman hätte hier schon längst den großen roten Knopf gefunden, den er drücken muss. Dieser typische große rote Knopf. Den gibt's auch immer in Computerspielen. Manchmal sind die auch grün. Nichts zu machen. Ich guck mich nochmal um, kann doch nicht sein. Vielleicht sehe ich ja mehr, wenn ich meine kleine Leuchtkerze anzünde. Hallo? Hallo? Hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Das ist zwar ein Kabel, sieht aus, als ob er da... Nee, nee, nichts. Nichts, nichts, nichts. Schade. Könnte ich mal wieder nachladen, ne? Okay, hier ist auch nichts. Ist vielleicht irgendwo noch ein Überlebender. Das wäre total Wahnsinn. Dort könnte ich auch noch lang. Ich gucke erstmal hier rein. Hier bewegt sich doch weit und breit niemand. Doch! Ach, guck mal, da ist noch einer. Oh, ich muss voll dringend pullern. Das gibt's doch nicht. Speichergerät. Das wäre dann Bob, der sabbert doch gerne mal. Kann ich mit euch reden? Rip. Rip, sie sind alle tot. Ja, nur die du Androiden nicht. Haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Twitch. Ihr sollt für Waits of Apollo zugreifen. Hallo, Twitch. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein. Nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hierbleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort. Verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Okay, da können wir durch. Ich gehe nochmal zurück. Natürlich gehe ich nochmal zurück. Da war ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Ich muss da alles abklappern. Ich muss da überall mal gucken, mal anfassen, mal dran schnuppern. Ist mir irgendwie in den Mund stecken und gucken, wie es schmeckt. Ist hier irgendwas Leckeres? In dem Raum waren wir tatsächlich noch nicht, oder? Eine Taschenlampenbatterie. Na super, siehst du, die hätten wir sonst übersehen. Ihr kennt dich. Aua! Da war mein Kopf. Macht es wieder auf. Twitch-Fan, vielen Dank für deinen Follow. Ich erkläre es ja auch nochmal. Jeden Montag, 19 Uhr, bin ich hier. Und ansonsten, tja, dafür ist dann der Follow gut. Der würde ich dann informieren. Aber montags, 19 Uhr, ist bei mir festes Programm. Und das war's dann eigentlich auch schon. Was habe ich gesagt? Montags 19 Uhr, ja? Okay, gut. Ich höre mir manchmal selber nicht zu. Dann geht der Mund einfach nur auf und es kommen Geräusche raus. Wo muss ich denn hin? Da lang. Ich will erstmal in die andere Richtung. Ich will zurück in den blauen Raum. Hier ist alles dicht. Da ist auch alles dicht. Die Kamera folgt mir. Ich hoffe, die sind automatisch. Morgan Freeman? Nein, ich meine doch nicht Morgan Freeman. Ich meine doch gestern Freeman. Nein. Ne? Eine Silhouette. Ist das ein Mensch oder ein Robi? Wenn das ein Robi ist, dann ist der Schocker nicht schlecht. Was hast du denn für Augen? Ist ja Wahnsinn. Ja, ich will unbedingt was über die Sevastopol-Sicherheitsvorschriften erfahren. Kommst du jetzt hier um die Ecke rum? Könnte meine Aufmerksamkeit bedürfen. Nein, gar nicht wahr. Pff, Aufmerksamkeit, du hast sogar keine. Hier geht's durch. Folgst du mir jetzt? Nö, ne? Nö, warum auch? Ich bin ein Mensch, ein kunterbunter Mensch. Hier lang? Geht die Tür auf? Das ist echt schwierig zu erkennen, welche Türen hier funktionieren und welche nicht. Bitte kommen Sie mit mir mit. Ja. Wo geht's denn hin? Gibt's da Süßes? Warte, lass mich nicht mehr verarschen, du. Hui. Sie strapazieren meine Geduld. Ich hab nicht wirklich Angst vor den Robos jetzt, weil die sind ja ungefähr im Gehen genauso schnell wie ich. Ich muss halt nur ein Auge drauf richten, dass sie nicht irgendwie... Dies ist ein Sicherheitsverstoß und kann nicht toleriert werden. Dass die aufholen, wie ja alles zugeschmiert ist mit Graffiti, das ist Wahnsinn. So, jetzt backt er sich da kurz fest und ich gehe hier runter. Wollen Sie mehr über Sevastopol-Sicherheitsvorschriften erfahren? Okay, das Ding dreht jetzt natürlich total durch, weil der mir mega nahe ist. Okay, da ist noch einer, das wird langsam ein bisschen kritisch. Aber wenn zwei beieinander stehen... Wäre das eigentlich das Beste, was mir passieren kann? Klappt es? Habe ich beide getroffen?
Klingt so. Ja, der andere ist auch am Röcheln. So, okay, jetzt schnell rüber, bevor der andere wieder zu sich kommt. Da ist eine Blaupause. Ich sehe eine Blaupause. Schnell noch den anderen K.O. schlagen. Den anderen K.O. schlagen. Schnell, schnell, schnell. Okay, der ist am Röcheln. Der da hinten steht auch nicht mehr auf. Sehr gut. Was leer? Oh, ich dachte, ich kriege ein paar Komponenten zusammen. Schade. So, aber wir haben ja eh alles voll. Das heißt, ich kann gleich wieder die nächste basteln. Und dann stopfe ich einfach mein volles Inventar direkt wieder in die nächste EMP-Mine. So, gar nicht drüber nachdenken. Und die kann ich dann bauen. Warum ist mein Gerät immer noch unzureichend? Ich meine, da liegt eine Blaupause, ganz eindeutig. Hier sind wir schon ein paar Mal vorbeigekommen. Das ist doch zum Heulen. Wie oft soll ich denn noch hier vorbeilaufen, bis mein Hacking-Tool endlich mal funktioniert? Wo soll ich überhaupt hin? Hier runter. Da kommen wir, hier kommen wir doch wieder zur Transitstation. Hier sind doch die Züge. Und ich höre ein Speichergerät. Ausgezeichnet. Also die Robos sind echt nicht das Problem mittlerweile. Wir haben den Elektroschocker, wir haben die EMP-Minen. Mit einem Revolver kann man die sich auch fernhalten. Wobei EMP natürlich sehr effektiv ist, wenn man bedenkt, wie viel Zeug wir immer finden. Und die EMP-Minen kosten zwar viel, aber sind doch sehr effektiv, muss ich sagen. So, eigentlich sollen wir dahin. Wir nehmen den Transit zum CMI-Med-Turm. Skimet. Ich guck nochmal hier hinten. Ging es hier irgendwo hoch? Nein. Irgendwelche Boxen, irgendwas, was wir einsammeln können. Habe ich da gerade was in einem Lüftungsschacht gehört? Nee, Bob ist nicht zurück. Ach, Quatsch. Bob ist nicht zurück. Bob kommt niemals wieder. Hier soll ich rein, ne? Ich drück mal den Knopf. So, jetzt müssen wir nur noch warten. Oh, ist das angenehm, wenn man mal einen Knopf drückt, der piep, piep, piep macht und man muss nicht gleich denken, oh mein Gott, gleich kommt die Bestie und will mich fressen. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. La 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 la. Nur für den Fall, dass da jemand drin steht. Man weiß ja nie. Ich muss echt mal lullern. Das ist total toll, wenn so eine Ansage vom Band kommt. Wir entschuldigen uns für die derzeitigen Verspätungen. Das habe ich vor einem Monat schon aufgenommen. Los geht's. Ab geht die wilde Fahrt. Dass man hier nochmal E drücken muss, damit er losfährt, ist so seltsam. Keine Panik, Bob kommt niemals wieder. Evie hustet dezent vor sich hin. Ui, da sehe ich gerade was. Ist da der Bot angesprungen oder ist da jemand wach geworden? Trollen-LP, vielen Dank für dein Host. Deine Hosts sind mir die Liebsten. Solange der Funk nicht vorbeikommt. Trollen, bist du im Chat? Ja, ne, ist total nervig. Komm, macht mein Host rein, schon fragen alle, bist du da? Sag mal hallo. Ich gehe einfach von aus, dass du da bist. Wenn du da bist und zu faul bist zum Antworten, weil du gerade ganz bequem vom Fernseher hängst, dann sag einfach nichts. Ja. Kritische Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Six and Synthetics. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Wo? Tja. Finden Sie Samuels in... Wo ist mein Cursor hin? Ach, da. Da hinten hin, zu Six and Synthetics, alles klar. Wir klappern hier immer wieder Bereiche ab. Hey, John Lessing ist ja auch wieder aufgewacht. Toller Host, 3 Minuten vor Ende. Nein, Quatsch, Ivy. Wir haben noch 12 Minuten bis zum Ende. 12 Minuten. So, ich gehe mal eine Runde joggen. Hier werden schon keine Leute rumrennen, ja. Und ohne Bob ist es ja auch wirklich... Also ist es... Das Spiel ist ein völlig anderes geworden, einfach mal.
Es ist überhaupt nicht mehr Alien Isolation. Es ist, ich renne durchs Schiff und versuche den Typen ans Bein zu pinkeln, der mich fast umgebracht hätte. Wir werden ihn ja nicht mal umbringen, denke ich mal. Dazu sind wir einfach viel zu nett. Warum funktioniert mein Navi nicht? Ja, drüben sind noch Dinge. Warte, da will ich gleich hin. Was sagt mein Navi? Irgendwie hier durch und dann hoch. Okay, also eigentlich müsste ich hier gleich links und den Fahrstuhl nehmen. Jetzt funktioniert es wieder, alles klar. Da liegt noch ein Snickers. Hey, wie gerät unsere... Ich war doch schon mal in dem Raum. Das ist ja gemein. T12 Chaka? Auf zu Seekson Synthetics, passt schon. Ich habe nicht geschlafen. Pipi-Hype. Ach so, Pipi-Hype. Ja, ich habe auch gerade einen kleinen Pipi-Hype in der Röhre. Mein Bart ist schon wieder schief. Furchtbar. Immer diese Bärte, wenn sie schief werden. What the fuck? Was guckt dem denn aus dem Mund? Nix auf dem Schirm. Da ist eine Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Seekson-Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Du hast aber... Mensch, also... Kennt ihr die Redewendung? Er hat diese Zeitschrift förmlich verschlungen. Solltet ihr besser nicht zu Hause nachmachen. Tja, immer wieder schön, wenn das Spiel Baume sagt, dass sein Gerät unzureichend ist. Könnt mich mal. Ungenügend, setzen, sechs. Symmetrie, lies das. Smith, meine ich doch, nicht Symmetrie, ich fantasiere schon umher. Sei nicht böse, aber ich bin durch den Aufzugsschacht und habe die Zugänge hinter mir abgeschlossen. Mir war ein Hiwi auf den Fersen, ich musste weg. Wenn du das findest, um durch die Platten zu schneiden... Wenn du das findest, um dich durch die Platte zu schneiden, der Code lautet 8382. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich komme zurück nach unten. Keine Spur von den... Was? Turteltauben? Ach, von den Turteltauben. Super Mutant Turteltauben. Ja, was? 2 ist die letzte Zahl, keine 3. So, ich hab den Code. Blablabla. Wir haben hier einen Haufen Waffen, Vorräte, Russell, dankeschön. Was ist freigegeben? Ein Vorposten des Fortschritts, Stufe 2. Nummer 2. Siegsten gebrechlicher Ursprung. Während Wayland bla bla. Nee, das will ich nicht lesen. Das ist mir dieses ganze. Oh, wir sind so toll und bla. Nee, das ist vorbei. Tut mir leid. Das glaube ich euch nicht. Davon hatte ich genug. Ich will nur noch nach Hause. So. Ich soll ja eigentlich nach links. Deshalb gucke ich erstmal gerade. Oder wo geht's dahin? Control Center? Vielleicht müssen wir das später nochmal hin. Vielleicht kommen wir von hier zurück. Wer weiß. Ich schneide mich mal durch die Tür. Heppa! Ivy! Der Schokokeks ist gar keine Spaßbremse. Oder die Schokokeks. Der? Die? Das? Wieso, weshalb, warum? Ich bringe das immer durcheinander. Der Schokokeks, ne? Also ich weiß, dass du einen Hund hattest. Ach, es ist immer schwierig mit den blöden Namen überall. Es gab noch einen Keks. Es gab einen männlichen und einen weiblichen. Jetzt hatte ich kurz einen Blackout. 8? Nein, das ist keine 8. Das war eine 3. Das ist nur eine halbe 8. 8. 3. 8. 2. Gut. Hallo? Da ist offen. Haben wir noch mehr? Looten, 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 looten. Nein, wir haben hier nicht mehr. Bin durch mit mir. Sind wir auf dem rechten Weg? Sieht ganz so danach aus. Ja. Das sollte mal jemand reparieren. Jemand, der nicht ich bin. Oh, das ist total zu freundlich, dass hier schon jemand gebastelt hat für mich. Dann muss ich das selber nicht tun. Sieht auch absolut sicher aus. Fällt bestimmt hinter mir runter und dann kann ich nicht mehr zurück. Ich bin erstaunt. Sag bloß, wir können den Ethanol nirgendwo unterbringen. Was ist, haben wir hier schon alles voll, ja? Rohrbombe vielleicht? Nein, auch alles. Wahnsinn. Wir können nichts mit dem Stuff machen, den wir finden. Hier geht's theoretisch hoch.
Können wir runter? Nein. Ist hier noch was drin? Nein. Wir sind hier irgendwie echt so in der Zwischenwelt gefangen gerade. Komm mir vor, als würde ich mir den Kaninchenbau anschauen. Und Baume, wie war mein Name? Caro? Ja, passt. Der Schokokeks ist eine Frau. Eine Frau mit Hund im Bauernhof. Wo war er? Ich fällt doch aber gleich runter. Halt fest, Mädel. Bitte keine Quicktime-Events. Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ja! Dreh dich halt rum. Lass dich ganz lässig an einer Hand hängen. Jetzt zieh dich endlich hoch. Was stimmt denn nicht mit dir? Oh, guck mal. Ich wäre fast gestorben. Wo wäre ich denn theoretisch gelandet? Irgendwas haut mit dir nicht hin. Oh Gott, wir Leute, wir haben es Mitternacht. Ich mache jetzt hier gleich Schluss. Wir klettern hier noch an ein Ende, dann wird gespeichert und dann ist der Stream aber vorbei. Ratzefatz. Ich glaube, mein Mitbewohner geht jetzt auch gerade ins Bett. Und ich will die Nachbarn nicht nerven. Und ob das heute noch was mit dem Batman wird, werden wir sehen. Impfpistole. Gut für Medikits. Noch besser für EMP-Granaten. Was habe ich eigentlich gerade für eine Waffe ausgerüstet? Die Schrot, alles klar. Ich höre ein Speichergerät. Ich höre ganz weit weg ein Speichergerät. Okay, da werden wir uns gleich draufstürzen. Ich habe nur das Gefühl, dass hier gleich jede Menge Robos aufstehen und nach unseren Füßen greifen werden. Aber ich kann die ja nicht umbringen, bevor die ihren Mist getriggert haben. Habe ich volles Leben? Ja, habe ich. Der wird doch gleich nach mir greifen. Oder auch nicht. Hallo? Ich gehe mal lieber nicht zum Mann. Captain Obvious strikes again. Und da haben wir wieder unnötig Leben verloren. Ey, kann ich dich wenigstens durchsuchen? Oder looten? Nein, kann ich nicht. Entweder leckt der Puls. Ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Jetzt macht dem Mann noch Angst. Er ist so schon mit den Nerven am Boden. Wo ist das Speichergerät? Ey, ich will nur noch speichern. Wieso kann ich denn hier nichts ausschlachten? Ich könnte mittlerweile doch wieder ein paar Sachen gebrauchen für meinen. Schade, geht nicht. Oh, Speicher. Bist du kaputt? Ja. Bewegung. Naja, ich gehe da mal zum Basti. Jo, ich mache jetzt hier einen Schlussstrich. Ganz schön explosive Fahrstühle. Ja, das ist echt ein Erlebnis. Okay, ihr YouTuber, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache die Folge hier zu Ende, auch wenn wir eigentlich noch 3 Minuten zusammen hätten. Aber das ist ein sehr guter Speicherpunkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und reingehauen. Cheerio.